Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Hier im letzten Part habe ich ja erzählt, dass ich da hinten diese komischen Ritter da farmen wollte. Dann ist mir aufgefallen, dass hier diese Ruinen wirklich hier unten irgendwie mitten im Sumpf sind. Da wollte ich nicht näher ran. Jetzt bin ich hier vorbeigeritten und irgendwie ist hier eine Anrufung und Marika und so weiter, was vielleicht auf dieses Feld hier hindeuten soll. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier drin einen Boss sehen oder so. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht oder doch, da steht was Dickes. Hallo? Oh jo. Kommandant O'Neill. Ja, da habe ich richtig gelegen. Okay, alles klar. Du rufst Begleiter, ich ruf Begleiter. Das ist ein fairer Deal, oder? So, auf geht's. Ich würde sagen, Focus Damage auf ihn, oder? Hätte ich jetzt behauptet. Focus Damage auf ihn, Commander Neil. Oh, 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 die ballern alle. Jetzt wird's schön. Jetzt wird's richtig nice. So, dann machen wir den mal platt, würde ich sagen. Dürfte eigentlich kein Problem sein von dem, was ich da so mitkriege. Kann man dich backsteppen? Unsere Leute... Oh, oh, irgendwas passiert da gerade. Ah, Blutungsschaden. Kann ich die ganzen Viecher da wegmachen? Macht jeder mal seine Viecher hier weg. So, weg damit. Er geht, glaube ich, gerade auf meine Leute. Okay, machen wir alle mal weg. Bringen die Seelen? Nee, ne? Die ruft er einfach nur und das war's. Ja, war natürlich jetzt quatschig. Wir hauen uns jetzt gegenseitig die Begleiter hier weg. Und ich glaube, meine waren sogar effektiver. Die hätte ich besser schützen sollen, so auf die Tour. Egal, fairer Kampf. Hier, auf geht's. So, dann zeig mal, was du drauf hast. Autsch. Ja, ein bisschen was. Ja, das hat sich jetzt relativ abgezeichnet, dass da wohl ein Bosskampf sein wird. Autsch. Könntest du mir deine Waffe da geben? Die ist locker, glaube ich. Ah, sehr schön. Crit Damage und Feuer. Da fällt mir gerade was auf. Oh, nee, nee, das nicht, das nicht. Oh, was mache ich denn da schon wieder? Und zwar könnten wir jetzt auch mal Buff Food nutzen. Wenn wir schon mal hier sind, komm, machen wir das mal. Hier, das da. Feuerfett mit Kordel. Müsste dann ja schnell gehen, genau. Kann man sich schnell über die Waffe ziehen, sehr schön. Haben wir hier noch ein bisschen Feuer Damage mit drin, warum nicht? Und noch ein bisschen verbessertes Fleisch und was weiß ich nicht. Dann machen wir schön Damage. Ruft er jetzt wieder Leute, oder was? Was macht er? Das hat er lange innegehalten. Sehr nice. Jo, er hat Leute gerufen, also Focus Damage auf ihn. Und kritten wir ihn. Oh nee, ach komm schon. Jetzt bist du unfair. Hör auf mit deinen Begleitertricks da. Das ist so nicht geplant. Huiuiui. Nein, ach doch nicht sowas. Doch nicht sowas. Okay, er ruft noch Leute, glaube ich. Okay, er nervt rum. Stirb! So, war's das? Genau, sehr schön. Ja, ging eigentlich klar, ne? Irgendwie kriege ich hier immer noch Vergiftung ab. Kommandantenstandarte. Hm, okay, warum... Und reine... Oh, was war das? Feine Goldnadel. Ah, damit kann ich vielleicht jetzt die Rüstung da umändern. Das wäre nice. Oh, stimmt. Ich laufe hier eigentlich mit der falschen Rüstung rum. Okay, alles klar. Egal. Ich wollte ja genau die Rüstung, die wir jetzt tragen, da weiter farmen. Also mir ist da noch Herz von Eonia. Okay, Stufenaufstieg. Habe ich da was bekommen? Noch nicht ausreichend. Okay. So, wir haben diese Standarte. Gucken wir doch mal. Was ist das denn? Speer oder sowas war das, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Was war das gewesen? Genau, hier. Eine helle Bade war's, okay. Bin ich mal gespannt. Das könnte jetzt sowas sein, wie die Begleiter werden stärker oder sowas. Ja, tatsächlich irgendwie. Oh, krass, ja. Ein rotes, zerschlissenes Kriegsbanner ist um diese abgenutzte helle Bade gewickelt. Auch nach der Flucht seines Fürsten führte Kommandant O'Neill diesen Banner mit erhobenem Haupt durch die Zerstörung und das von Fäulnis gezeichnete Schlachtfeld. Der einzige Veteran, der mit Stolz an diese Schlacht zurückdenkt, einzigartiges Talent, sammelt euch. Haltet den Kriegsbanner in die Höhe und erteilt den Befehl zum Sammeln. Erhöht eure Angriffskraft und Verteidigung sowie die eurer Verbündeten in der Nähe. Hm, nice. Das ist nice, oder? Würde ich mal behaupten. Die ist nicht schlecht, eventuell. Das können wir auch mal spielen, mal ausprobieren und so weiter.
nicht für jetzt, aber ich merke mir das mal. Ich werde irgendwann eh so ein Bild machen, wo ich auch die Begleiter dann stärke. Das war jetzt so ein Begleiterboss, das hat man ja gemerkt. Okay, was haben wir noch bekommen? Wir hatten, achso, diese Nähnadel da. Gucken wir auch noch ganz kurz. Schlüsselgegenstand wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Wo war das hier, glaube ich, sind die geführt? Genau. Besondere Nähnadel für die Gewänder der Halbgötter. Aha. Wir hatten doch noch andere Nähnadeln, oder? Bin ich gerade bescheuert? Warum ist das jetzt hier eine goldene? Eines der Werkzeuge, die Radagon mitbrachte, als er die Ehe mit Renala, der Königin des Vollmonds, schloss und in die karianische Familie eintrat. Okay. Ja, kann man wahrscheinlich dann irgendwie die Ausrüstung der Bosse dann wahrscheinlich abändern, hätte ich jetzt gesagt. Keine Ahnung. Gucken wir mal, Kleidung anpassen. Ah, da haben wir jetzt schon mehrere Möglichkeiten. Ja, das sieht schon gut aus. Ah ja, genau, hier kann ich so die Haare hinten wegmachen oder sowas. Das haben wir hier noch. Pagen. Nee, also können wir generell auch hier neue Ausrüstung irgendwie ändern. Ist, glaube ich, ein bisschen was dazugekommen. Wie hier die Reihenfäule-Geschichte da. Genau, da kann man auch die Seiten da abmontieren. Dann wird das ein bisschen leichter und so. Leider noch nicht mehr. Hm, schade. Ich habe da eigentlich jetzt drauf gehofft, dass man... Davon ist so ein Ritter, die ich da farmen wollte. Da habe ich auch den Helm wieder gedroppt. Also, dass ich jetzt meine Rüstung, die ich oben gefunden habe, da irgendwie ändern kann. Und da ist irgendwie nochmal ein Feuer. Was geht denn hier ab? So, und die haben es jetzt mal wieder so ein Helm lila gedroppt und so. Also, ich bin eigentlich recht zufrieden mit meiner... Das haben wir auch noch nicht. Ne. Ich bin auch sehr zufrieden mit meiner... Oh, Moment, was ist das? Feuer versuchen. Jo, haben wir gemacht. Ich wusste das nicht. Ich habe es einfach mal gemacht. Hat schon gepasst. Ja, das war doch mal ein cooler Kampf, auch dass der Begleiter gerufen hat und so. Generell bin ich jetzt schon zufrieden mit meiner Arkanenergie und dem ganzen Gram. Weil es hat mir vielleicht doch ein bisschen den Hintern gerettet. Das war einfach diese starke Rüstung, die ich jetzt komischerweise nicht mehr trage. dass wir die gefunden haben, weil das war schon absolut lucky, dass wir die hier gefunden haben. Die sieht zwar ultra dämlich aus, aber jo. Hilft schon massiv. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Und das war ja absolut lucky, dass ich in dem Moment halt gerade... jetzt sind wir hier an der Stelle. In dem Moment gerade die Rüstung gedroppt bekommen habe. Das war ja schon mega lucky. So, ist hier irgendwas noch? Ne, hier der Kommandant da, der halt hier rumgechillt hat. Sonst sehe ich jetzt hier mal nichts. Gut, gehen wir mal davon aus, dass da nichts ist. Also können wir uns vorne noch diese... ups, das war Quatsch. Abzusteigen, egal. Gucken wir mal. Hier, dropp mal die Rüstung. Da hier diesen Brust... Ne, Quatsch, den Brustpanzer. Ne, den habe ich ja auch schon. Was ist... Was mache ich da? Der Beinschutz oder so hat mir gefehlt, ne? Keine Ahnung. So, kann man machen. Muss man nicht den ganzen Quatsch da farmen? Ich glaube nicht, dass das alles so wichtig ist. Und da haben wir... Was jetzt gesehen? Hier geht's weiter. Da auch zu der Stadt da. Wir gehen einfach mal hier in die Richtung. Das sieht nach einem Drachenkampf hier aus, oder? Vom Gebiet her. Ah ne, das kennen wir schon. Jetzt kommen wir nochmal da raus, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wo es auch zu dem Leuchtfeuer geht. Genau. Hauen wir die gerade auch weg, wenn sie schon doof da rumstehen. Stirb! Jo, holen wir uns schön den Loot hier mit. Wunderbar, läuft, traumhaft. Oh ja, ich muss auch wieder Sachen verkaufen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns noch die Ruine da an. Und da ist irgendwie so ein Türmchen noch. Ah, und ich glaube, das hier, die muss man anhitten, wenn ich da richtig informiert bin. Stimmt das? Muss ich da in dem Moment, wenn die vorbeikommen, muss ich dann irgendwie meine Waffe runterhalten. Ist das so? Keine Ahnung. Gucken wir mal. So, irgendwas habe ich da mal gehört, dass man die anhitten muss. Die Viecher, wenn die hier so da rumchillen. Hier. Echt? Hm, vielleicht muss ich das auch nicht. Hm, keine Ahnung. Oder muss vielleicht einen Flächenschaden machen oder sowas, könnte ich mir auch vorstellen. Naja, werden wir mal machen. Nicht jetzt. Okay, bla. Muss ich mir auch mal merken, wo die ganzen Figuren da sind. Ich glaube, die geben dann auch eine Asche oder sowas, glaube ich. So, ich kann gerade nicht ins Inventar.
Irgendwas ist hier mega laut und wir wollten zu den Ruinen. Das sind die da hinten, genau. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ich glaube, die habe ich mir noch nicht angeschaut. So, was ist mit dir hier? Hast du was Schönes? Nö, ne? Das ist auch wieder Marikas Fall. Oh, nee. Was ist hier vorne? Caleb? Nee, von hier... Hier kann man durchlaufen oder sowas, ne? Oder war das so? Was geben die hier eigentlich an Runen? Da kann man... Da kommen wir ursprünglich mal her oder sowas, ne? War das so? Keine Ahnung. Alter, was mache ich hier? So, was gibt denn ihr mir hier an Runen? Nur 23 jetzt plötzlich hier wieder. Oben bekommen wir da viel mehr? Ach nee, irgendwas läuft hier falsch. So, was geht mit dir ab? So, was hat man hier bekommen? Immer so ein Zauber oder sowas, ne? Oder was war das nochmal? Ich habe alles vergessen irgendwie. Alter. Was finde ich hier? Irgendwelche Schimmersteine. Echt? Hä? Haben die nicht immer noch irgendwas getroppt? Was mache ich denn da? Was geht denn ab? Ja, Schimmersteindings. Muss man die Dinger da zerschlagen, oder was? Was will der Autor mir sagen? Können die Dinger irgendwas Besonderes droppen, die Riesenviecher da? Keine Ahnung. Ich mache komische Sachen. Aber irgendwie läuft auch gerade alles nochmal sehr merkwürdig. Also hier ist einfach nichts. Ah, doch, hier. Oder? Jo, es ist eine Sackgasse irgendwie, glaube ich schon. Jo, jetzt haben wir das komische Magievieh da platt gemacht. Marika Fall direkt vorne dran. Ja, versuchen. Ich check gerade gar nichts. Ah, doch, 120 Runen geben die hier auch. Jo, dafür, dass die einfach null Gefahr ausstrahlen. Sage ich jetzt mal so. Ist das schon ganz nett. Jo, holen wir doch mit. Wunderschön. So, wie gesagt, wir wollten eigentlich in die Ruine. Keine Ahnung, was das da jetzt mal... So, auf geht's. Sachen einsammeln. Auf zur Ruine. Und da gucken wir da mal. Es ist schon komisch, dass hier plötzlich so eine Anrufungsgeschichte da ist. Oder es geht hier in der Ruine ab. Oder hier unten ab. Oder was weiß ich. Darf ich da runterfallen? Wir wollten die Items mal nutzen. Hm, Sumpf von Ionia. Jo. Klar. Bin ich jetzt an den Ruinen da? Ah ja, genau. Ruine der Straße der Weißen. Da waren wir doch noch nicht, oder? Also ich kann mich hier dran nicht erinnern. Wahrscheinlich geht es dann im Gebäude rein. Nehme ich mal an. Hier. Und da ist der Keller. Wunderschön. Und da sind irgendwelche Gegner. Traumhaft. Ich glaube, da bin ich nur mal vorbeigeritten oder sowas. So, hauen wir alles platt. Heilen uns einmal. Und gehen in den Keller, oder? Tschüss. Das nervt nicht rum. Ist da unten ein Boss oder so? Eine Falle? Nee. Sehr schön, da bin ich dabei. Steinschleuder. Mhm, irgendein blöder Zauber. Keine Falle voraus. So ist es. Traumhaft. Objekt voraus. Ja, das war jetzt eher unwichtig. Aber das mit der Kommandantenstatue, das ist schon, oder Standarte da, die ist schon nicht schlecht. Das können wir eigentlich mal testen, wie stark die ist. Wie stark sich das auswirkt. Ja, machen wir zuerst mal, oh ja, hier geht's ab mit Fäule und allem möglichen und Gift und so. Das ist natürlich auch geil. Gift und Fäule, wenn das beides wirkt oder so, ist bestimmt auch ein geiles Bild. Und bestimmt auch schön fetzen damit. So, stirb. Beleben die sich wieder oder sowas? Nee, ne? Oh, ich bin vergiftet. Traumhaft. Und verfault bin ich gleich auch noch. Es ist echt sehr schön. So, hier machen wir den da. Oh, die Fäule geht direkt wieder hoch. Gehen wir mal hier drauf. Nutzen auch noch das Ding da. Warum geht jetzt hier die Fäuleanzeige eigentlich hoch, obwohl ich eigentlich doch gesichert stehen müsste? Ist hier trotzdem das Gebiet so faul, oder was? Gebiet, du bist so faul. Ah, jetzt. Sollen wir hier unten gerade mal das mit den Begleitern da testen? Das würde mich mal interessieren. Ich kann ja hier die Begleiter rufen. So, Ausrüstung. Gehen wir mal ganz kurz drauf. Hier noch. Hol ich das gerade weg. Hol mir diese Standarte da rein. Das war eine Hellebarde. Hier, Kommandantenstandarte.
Ja, muss ich ja was Schild wegmachen, um zu pieksen, ne? Ist ja so. Ich nehme an, dass das so ist, dass das so genannt wird. So, jetzt gehen wir gerade auf unsere Werte bei den Viechern, weiß ich es ja eh nicht. Aber hier, meine Verteidigung und Angriff wird ja gesteigert, heißt es angeblich. Merken wir uns mal die ersten zwei Verteidigungswerte hier, 146 und 33,8. Und Angriff ist mit der Waffe R3 191, ne? Ja, jetzt machen wir das mal. So, hier den da. Wow! Super geil. So, Status. Oh, oh! Was ist denn da mit der Resistenz los? Leute! Wie krank ist denn das? Und auch Angriff. Alter, richtig krass. Und das Ganze dann noch mit Begleitern. Ist das ja nur die absolut krasse Waffe. Was ist denn das bitte? Ach du Scheiße. Eine absolut crazy Waffe. Können wir aber nichts mehr reinsetzen und so, ne? Nee. Ey, aber nicht schlecht. Absolut nicht schlecht. Gut, ist nicht lang, ne? Sehe ich gerade. Ja, ist nicht so lange. Okay. Aber trotzdem richtig krank. Richtig krank und kostet halt viel FP. Ja gut, das sind halt die Nachteile. Aber könnte trotzdem mal in dem einen oder anderen Kampf vielleicht so ein bisschen helfen. Weil, wer weiß. So, gehen wir nochmal auf meine normale Waffe. Hier holen wir nochmal der Hammer raus. Schwerer Ziegelhammer 17 ist der mittlerweile auch schon. Okay. Jo. Und da haben wir hier eigentlich vieles gesehen, würde ich sagen. So, da hinten liegt noch was rum. Was denn jetzt? Bleib mal ganz geschmeidig. So, gehen wir hier runter. Hallo? Ja, die Sakramentsknospe, keine Ahnung, was an der so wichtig ist. Weiß ich auch nicht. So, machen wir hier gerade noch den Kleinkram da weg. Eins interessiert mich noch. Ich möchte kurz zu Bock. Ja, wir werden verfault und sind mitten im Sumpf und ich kann mich gar nicht bewegen. Warum bin ich jetzt plötzlich schwer? Was soll das jetzt? Irgendwie habe ich jetzt doch eine fette Ausrüstungsproblem oder sowas. Ach komm, das ist mir zu doof, jetzt nochmal mich mit den Pflanzen da rumzuprügeln. Das ist echt nice. Oh, super dämlich und so. So, aber warum bin ich jetzt schwer beladen? Ich habe doch gar nichts verändert jetzt. Achso, ne, war dann der Sumpf. Der hat mich gerade langsamer gemacht. Okay. Ja, hier drin waren wir. Möglicherweise habe ich hier noch Dinge übers... Ups. Alter, ich achte einfach nie drauf. Und da liegt noch was. Oh, ist das so nervig. Ah, da müsste ein Schadensfeedback irgendwie kommen, oder? Jetzt bin ich überladen. Das ist schon mein zweiter Tod oder sowas an so einer blöden Fäule. Ja, da müsste so ein vibrierendes Controller oder irgendwas kommen. Würde ich feiern irgendwie, weil so, ich gucke dann gar nicht mehr auf die Lebensleiste und dann falle ich halt oben, bin tot. Traumhaft. So, da oben wollten wir hin. So, jetzt bin ich, glaube ich, überladen, weil kein Runenbogen aktiv ist. Hut des Reisenden, Kleidung des Reisenden, jo, irgendwelche Reisenden-Sachen da. Parfümflasche, sehr schön. Runen? Wo seid ihr? Hier vorne, echt? Ah ja. Ah ja, hier sind jetzt viele, viele Gegner, die mich rumstressen. Runen? Hallo? Ach komm schon, ey. So, hier, Mamo. Nein, nein, verklickt, nein. Hör auf mit sowas, Mann. Ey, Wahnsinn, ich treff die nicht. Okay. Also Pferdkampf ist manchmal echt sehr nett. Ja, ihr seht's doch, ich bin neben denen, hab den Hammer nach unten gehalten, trotzdem treffe ich nicht. Ah, jetzt. So, tschüss. Ist aber manchmal schon ziemlich ungenau. Könnte ein bisschen genauer sein. Wir müssen eine Review machen. Ich mache noch ein Zwischenfazit. Verlasst euch drauf. So, ich wollte eigentlich noch zum Ende dieser Folge zu Bock. Jetzt halt super dumm, dass wir jetzt hier... Achso, und wir haben noch diese Ausrüstung gefunden, genau. Machen wir auch noch. So, stirb. Gib mir noch irgendwas Schönes. Ja, vielleicht brauche ich gleich die große Rune auch nicht mehr so krass.
So, Ausrüstung des Reisenden oder sowas. Hut des Reisenden. Eines unbekannten Parfümeurs auf Reisen. Ja, nichts Besonderes, glaube ich. Mal gucken, ob die Rüstung irgendwas Besonderes hat. Müsste eigentlich da oben sein. Ah, da war sie gerade irgendwo. Hä? Wo war sie? Hier, Reisenden. Nee. Nee, sieht alles relativ normal aus. Ob die Armschienen jetzt was haben, ich kann mir es nicht vorstellen. Ja, und dann müssen wir halt gucken, dass wir irgendwann, hätte ich es halt schon gern, dass jedes Rüstungsteil irgendeinen besonderen Effekt hat. Ob es irgendwie Lebensreck ist, erhöht Weisheit, erhöht was weiß ich hier, ja, sowas. Keine Ahnung. Und dann natürlich schöne Defense-Werte dazu. Das wäre ganz nice. Sterben wir schon wieder. Mal sehen, ob ich das irgendwann mal so umgesetzt bekomme. Und da vorne ist noch was. Eine Blümchenfalle. Ah ne, da liegt noch was. So, sammeln alles schön ein. Golden Rune 4. Das zum Beispiel jetzt. Ah, Meteoritenstab. Auch nicht. Also diese Rune hier, habe ich die jetzt bekommen, weil... Hä? Also Giftblüte. Weil ich vielleicht eine hohe Arkanenergie habe, dass die dann jetzt plötzlich hier die goldenen Runen 4 droppen, oder was? Kann das sein? Ist das so? Oder manchmal das halt machen. Wie auch immer. Ja, schon mies. Man muss auf seine Lebensanzeige achten. Ein mieses Ding in dem Game. So, heilen wir uns nochmal. Ich mache jetzt keine. Hier, Bolis und so, die ich nutze und so. So, da waren wir oben drauf, ne? Oder? Ja, doch. Ist das ein Vogel? Wo? Hä? Wo dann? Ich sehe keinen. War ich da hinten? Ja, da hinten war ich, ja. Achso, ja, war, genau. Da haben wir das Dingens da geholt. Ja, passt schon. Wo soll hier ein Vogel sein? Oh, keine Ahnung, ich übersehe es bestimmt. Oder das da hinten. Ein Totenkopfvogel. Ja, da haben wir hier oben noch dieser Turm oder was? Ziemlich genau hier oben. Weiß ich nicht, wie weit der weg ist. Könnte auch da hinten irgend so eine Festung sein. Jo, keine Ahnung. Ich würde sagen, da machen wir so langsam Schluss. Noch ganz kurz zu Borg. Mal gucken, ob der mir hier meinen, oder Botsch oder wie auch immer, ob der mir meine Ausrüstung da ein bisschen umbauen kann, weil die sieht echt kacke aus. So, komm, dann reisen wir mal durch hier. Das Leuchtfeuer kennen wir. Ich hoffe mal, dass ich da hinten jetzt so alles so halbwegs gefunden habe. Wird schon so sein, hoffe ich. So, hier, heil dich mal, mach sonst was. Bist du überladen eigentlich hier? Bist du schwer? Ups, was habe ich da gemacht? Ach, da kann man auch umschalten. Ah, hier sieht man dann alles, wie alles ausgerüstet ist und so. Ist auch mal nice. Traumhaft. Komm, wir reisen mal ganz kurz zu Bock, wie auch immer. Da oben sitzt er irgendwo rum. Genau, Bock der Näher. Jetzt gucken wir mal, ob ich bei dem die Sachen da irgendwie besser umstellen kann oder abändern kann. Dürfte eigentlich so sein. Der dürfte das immer können, wenn man den trifft. Nehme ich mal an. Und besser können. Nehme ich an. Falsche Annahme. Traumhaft. Echt? Kann der das nur auch mit den Sachen, die ich habe? Das ist ja doof. Ja, könnte man nochmal das Reisenden ändern. Man kann immer die Umhänge da so abmontieren, traumhaft. Oder halt dran montieren. Ist eigentlich hier immer abmontieren, irgendwas wegmachen. Aber bei dem Ding, das ich gefunden habe, müsste man eigentlich was dran montieren können. Und dann wäre es natürlich umso heftiger. Ja, keine Ahnung. Gut, Botsch, Bock, wie auch immer. Geht so. Habe ich mir jetzt mehr erhofft von dir. Wie viel brauchen wir noch zum Level ab? Ja, schon noch ein bisschen, ne? 57 oder sowas. Ach Quatsch, sehe ich ja, wenn ich mich hier hinsetze. Ja, und wie schwer ich bin, wollte ich auch eigentlich gucken. Ach, egal. Ne, da geht noch nichts, genau. Da sind noch ein paar kleine Krieger da vorne. Ausrüstung, hier sehe ich es. Ja, große Last. Schlecht. Ja, und da sind wir auch bei 75% Pi mal Daumen. Wir müssen auf 66 runter. Da muss schon noch was passieren. Richtung Ausrüstungsgewichten, so dass wir so ganz normal hier rumbrettern können. Ohne große Rune und so. Dann gehen wir Richtung Live. Und dann Richtung, oh nee. Es wird so schief gehen mit meiner schweren Last da. Ja, genau.
Achso, ich habe gedacht, der ruft Leute. Okay, ja. Komm, die tanken mal weg. Was soll's, das passt schon irgendwie. Hier, Tanky, reinbrettern. Alles wegkloppen. Genau, so, sehr schön. Gib mir ein bisschen Runen. Ja, da kriegen wir schnell diese 5000 Runen zusammen hier durch die kleinen Gegner. Ah, da ist so ein größerer. Guten Tag. Ach, komm schon. Ja, und das mache ich dann halt jetzt off-Kamera. Da machen wir im nächsten Part weiter. Ich schaue dem sein Pferd gerade noch zu Brei. Und dann... wusch. Sehr schön. Jawohl. Den hat es mal richtig schön aus den Latschen gekloppt, oder? Ja, und da werde ich dann noch kurz upgraden. Schade, dass Bock uns hier nicht einen Umhang dran meißeln konnte. Wäre schön gewesen. Ja, dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Unten in Caelid. Ich bin gespannt, was wir noch erleben. Macht auf jeden Fall Laune, auch wenn wieder alles ziemlich konfus ist und so, aber wir kommen ja ein Stück weiter. Haben jetzt die Standarte gesehen. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Talisman, der diese Buffs, die Dauer erhöht oder sowas. Das wäre natürlich ultra nice. Oder halt irgendwie die Begleiter generell halt weiter verstärkt, dass wir so ein Begleiterbild bauen können und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.